Austin schmeißt eine Party im Haus seiner Eltern. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass ihn jemand ausgeraubt hat. Der Dieb hat das ganze Geld und den Schmuck aus dem Safe genommen. Austin ruft 4 seiner besten Freunde per Video an und sagt: Jemand hat mich gestern ausgeraubt. Habt ihr irgendwelche Verdächtigen? Marie sagt: Tut mir leid, aber ich kann nicht glauben, dass es einer der Gäste war. Julie sagt: Ich war den ganzen Abend über unten. Ich bin nicht einmal in die Nähe des Safes gekommen. Ich habe also nichts Verdächtiges bemerkt. Bob sagt: Das gibt's nicht. Alle Partygäste waren recht wohlhabend. Vielleicht war es der Pizzabote. Und Rick antwortet: Aber Mary ist mit einem Fremden aufgetaucht, der echt kriminell aussah. Es würde mich nicht wundern, wenn er es war. Kannst du erraten, wer der Dieb ist? Julie, Austin hat mit keinem Wort den Safe erwähnt. Woher wusste sie das? Dieser Stift ist nur zur Hälfte mit Tinte gefüllt. Wie viele Wörter kann er schreiben? Stifte können kein einziges Wort schreiben. Es ist die Person, die den Stift hält, die die Wörter schreiben kann. Einer dieser Kunden ist nicht von der Erde. Kannst du erkennen, wer? Dieser Typ ist Zahnstocher. Was ist mit dieser Firma? Wer ist nicht von der Erde? Diese Person. Wer stellt schon seine Tasse auf den Laptop? Bobby, Stella und Chris veranstalten einen Rollschuhwettlauf im Park. Einer von ihnen schummelt. Kannst du erraten, wer? Chris, schau dir seine Füße genauer an. Es sind keine einfachen Rollschuhe. Wendy verkauft Blumen. Eine Sonnenblume kostet 24 Euro. Der Preis für eine Narzisse beträgt 9 Euro. Kannst du den Preis für eine Kalalilie berechnen? Der Preis für eine Kalalilie wäre 1,50 Euro. Jede Blume kostet 1,50 pro Blütenblatt und die Kalalilie hat nur ein Blütenblatt. Georg und Nina essen in einem schicken Restaurant zu Abend. Kannst du hier 3 seltsame Dinge erkennen? Diese Geigerin benutzt einen Pfeil. In diesen Blumen steckt eine Kröte und dieser Kellner serviert einen angebissenen Apfel. Emma, Tom und Peter veranstalten ein Wettschwimmen. Kannst du sehen, wer betrügt? Es ist Tom. An seinem Hals befindet sich ein kleiner Chip. Er muss also ein Roboter sein und kann nicht mit Menschen konkurrieren. Andy und seine Frau Nina gehen an diesem Abend früh zu Bett. Mitten in der Nacht wird Andy durch seltsame Geräusche aus dem Keller geweckt. Seine Frau ist verschwunden. Andy sieht sich im Haus um, aber Nina antwortet nichts. Er geht runter in den Keller. Plötzlich taucht ein gruseliger Clown aus dem Nichts auf und versucht, Andy zu packen. Aber Andy lacht nur und sagt: Hör auf herumzualbern, ich weiß, dass es nur ein Streich ist. Woher wusste er das? Schau dir das Bild an der Wand an. Nina und der Clown tragen die gleichen Turnschuhe. Bob geht jeden Tag in dieses Café, weil er heimlich in die dortige Barista Kelly verliebt ist. Aber heute musste er eine unangenehme Entdeckung machen. Kelly wurde durch ihren bösen Klon ersetzt. Woher wusste Bob das? Kellys Piercings und Tattoos sind verschwunden und es sind keine Spuren auf der Haut zu sehen. Billy lädt eine Dating-App runter, um seine große Liebe zu finden. Er matcht mit 3 Frauen und mag sie gleichermaßen. Elle ist eine Reisebloggerin, lebt vegan und ist ein großer Fan von Romcoms.
Ashley ist Lehrerin. Sie wandert gerne und schreibt ihren eigenen Roman. Bella ist Wissenschaftlerin. Sie ist beruflich sehr eingespannt, deshalb hatte sie noch nie eine ernsthafte Beziehung. Sie mag Eiscreme und Sonnenaufgänge. Leider ist nur eins dieser drei Profile echt. Kannst du Billy dabei helfen, die richtige Frau um ein Date zu bitten? Auf Bellas Schreibtisch steht ein Hochzeitsfoto. Sie ist also eine Lügnerin. Elle sagt, dass sie vegan lebt, aber auf diesem Bild isst sie einen Hotdog und auf diesem Bild ein Steak. Sie ist also auch eine Lügnerin. Billy sollte also Ashley ausführen. Shelley betreibt einen Online-Shop. Obwohl alle ihre Mitarbeiter in der gleichen Stadt wohnen, treffen sie sich nur online. Heute Morgen wurde ihr Zoom-Gespräch von einem Fremden unterbrochen. Kannst du den Hochstapler erkennen? Es ist diese Dame. Alle Mitarbeiter leben in der gleichen Stadt, also in der gleichen Zeitzone. Aber schau mal aus ihrem Fenster. Es ist Nacht. Daniel wandert jedes Jahr am letzten Wochenende im März im Wald. Aber dieses Mal verirrt er sich. Daniel irrt umher und findet dieses Schild. Er soll einen der drei Wege wählen, um aus dem Wald zu entkommen. Der erste Weg führt durch ein Dorf von Mutanten. Sie hassen Menschen und niemand hat es je geschafft, vor ihnen zu fliehen. Der zweite Weg führt über eine sehr alte Hängebrücke, die unter einem Fluss voller Kröten und Würmer liegt. Der dritte Weg führt durch den Lebensraum einer großen Bärenfamilie. Welcher Weg ist mehr oder weniger sicher? Es ist jetzt Frühling, also sind die Bären wach und wahrscheinlich sehr hungrig. Außerdem wird es für Daniel schwierig sein, alleine mit den Mutanten fertig zu werden. Also sollte er den zweiten Weg wählen. Selbst wenn er in den Fluss fällt, wird nichts Schlimmes passieren. Kröten und Würmer beißen nicht. Rosie ist in der Küche und backt einen leckeren Schokokuchen. Es ist ein Geschenk für ihren Freund. Als er fertig ist, stellt sie ihn in den Kühlschrank und geht nach oben, um zu duschen. Nach einer Weile kommt Rosie zurück und stellt fest, dass jemand den Kuchen angeschnitten und ein paar Stücke gegessen hat. Rosie stellt drei ihrer Mitbewohnerinnen zur Rede. Samantha sagt, wie kannst du es wagen? Ich esse keinen Zucker. Pam sagt, ich war heute noch nicht in der Küche. Ich bin zu sehr mit meinem Studium beschäftigt. Und Harry sagt, ich habe den Kühlschrank vor 2 Minuten geöffnet und der Kuchen war noch komplett. Wer hat die fehlenden Stücke gegessen? Niemand. Die Mitbewohner haben Rosie einen Streich gespielt. Der verdorbene Schokoladenkuchen ist nicht Rosies Kuchen. Schau ihn dir genauer an. Er ist ganz anders dekoriert. Und ihr Kuchen ist immer noch im Kühlschrank, in dieser Schachtel in einem anderen Fach. Tom hat ein Vorstellungsgespräch. Dem Personalleiter gefällt sein Lebenslauf und er stellt ihm eine letzte Frage, um sein logisches Denken zu überprüfen. Diese Zahnstocher zeigen eine Gruppe von Fischen, die sich von Westen nach Osten bewegen. Kannst du sie dazu bringen, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, indem du nur 3 Zahnstocher umplatzierst? Hier ist die Lösung. Victor fährt mit dem Fahrrad durch den Park. Plötzlich wirft ihm jemand eine Spraydose mit blauer Farbe an den Kopf. Victor verliert das Gleichgewicht und stürzt. Er findet 3 Verdächtige und verhört sie. Alex sagt, ich habe nur auf der Bank gesessen und ein Buch gelesen. Barbie sagt, ich war skaten und habe keine Farbdosen gesehen. Und Ashley sagt, ich habe Graffiti gemalt, aber schon bald bemerkt, dass jemand meine blaue Farbe gestohlen hat. Wer hat Victor mit der Farbe beworfen? Ashley hat zwar Farbe an den Händen, aber das ist in Ordnung, weil sie Straßenkunst macht.
Alex hat Flecken auf seinem T-Shirt, aber das ist nur das Design. Doch warum sollte Barbie blaue Flecken an ihren Händen haben, wenn sie keine Farbe gesehen hat? Anna wartet in einem Restaurant auf ihren Freund Stefan. Er taucht mit einer Schachtel Donuts auf und geht direkt zu Anna. Plötzlich rutscht er auf dem nassen Boden aus. Was wollte Stefan damit sagen? Die Donuts sagen, "Marry me." Stefan macht Anna einen Heiratsantrag. Fred ist in einem Barbershop. Der Friseur sagt, Sie müssen ein Tourist hier sein. Ich liebe es, Fremde zu schneiden. Es ist besser, zwei Fremde zu bedienen als einen Einheimischen. Fred fragt, warum? Kannst du die Antwort des Friseurs erraten? Nur zwei Kunden sind immer profitabler als nur ein Kunde. Ich habe hunderte von Beinen, aber ich kann mich nur anlehnen. Mach mich schmutzig, damit du dich sauber fühlst. Was bin ich? Ich bin ein Besen. Die Polizei stürmt am Morgen Chris' Haus. Sie vermuten, dass er ein Krimineller ist. Er verkauft gestohlene Kunst an andere Kriminelle über Instagram. Aber Chris streitet alles ab. Nachdem sie die Wohnung durchsucht haben, finden die Beamten sein Handy. Unter seinen Followern befinden sich drei verdächtige Personen. Kannst du den Kriminellen erkennen? Es ist dieser Typ. Sein Spitzname lautet wortwörtlich Top Secret.